Ödenburg liegt auf einem Felssporn in der Nähe von Wenzlingen im Kanton Basel-Land. Ihre Geschichte liegt fast völlig im Dunkeln. Archäologische Funde belegen jedoch eine Besiedlung des Ortes ab dem frühen 11. Jahrhundert. Somit gehört sie zu den ältesten Burgen der Region. Das Eital, über welchem sich die Überreste der Anlage befinden, war damals im Besitz der Grafen von Homberg-Thierstein, welche über den Frickgau herrschten. In jener Zeit gehörte die Familie zu den bedeutendsten Adelsgeschlechtern im nordwestschweizerischen Raum. Dies legt die Vermutung nahe, dass diese die Anlage erbauen ließen. Die Erforschung der Ödenburg begann Anfang der 1940er Jahre. Damals wurden erste Sondierungen vorgenommen. 1968 erfolgten dann umfangreichere Grabungen. Die Toranlage grub man dabei komplett aus und konservierte sie. Mitte bis Ende der 1970er Jahre wurde das Areal schließlich fast vollständig untersucht. Neben den Mauerzügen wurde in jener Zeit auch ein kleiner Brunnen im Burggraben freigelegt. Im Verlaufe der Arbeiten fand man interessanterweise Fragmente mehrerer Kachelöfen. Somit liegt die Vermutung nahe, dass nicht nur der herrschaftliche Wohntrakt mit diesem Ofentyp beheizt war, sondern auch einige der anderen Gebäude auf dem Plateau. Ein großer Luxus in der damaligen Zeit. Mit Fortschreiten der erwähnten Ausgrabungsarbeiten erschloss sich der Grundriss der einstigen Wehranlage immer mehr. Ein von Menschenhand erschaffener Graben trennte das Burgareal vom Rest des Höhenzugs ab. Das herausgebrochene Gestein wurde dann gleich als Baumaterial verwendet. Die Burg war durch eine gut 2 Meter starke Schildmauer geschützt, welche gegen Osten zusätzlich durch einen Turm bewehrt war. Ein aktuell aufgenommenes Geländerelief zeigt eindrücklich die Spornlage der Burgruine mit dem Halsgraben. Der darauf eingezeichnete Weg führt direkt zum Torturm, welcher das wohl auffälligste Bauwerk auf dem Gelände darstellt. Die Rekonstruktion des wissenschaftlichen Illustrators Joe Rohrer visualisiert die Bebauung der großen Burganlage im letzten Stand des Ausbaus. Innerhalb der Ringmauer standen eine ganze Reihe von Gebäuden aus Holz sowie der Palas, welcher teilweise aus Stein gebaut war. In der Schildmauer gab es in der Nähe des Turmes noch einen kleinen Nebeneingang. Einen Haupt- oder Wohnturm, wie man ihn von Burgen des 13. und 14. Jahrhunderts kennt, gab es hier noch nicht. Das interessante Fundmaterial von der Burg zeugt von einer wohlhabenden Adelsfamilie, welche den Ort mit ihren Dienstleuten bewohnte. Unter anderem fand man eine knapp 5 cm große Schachfigur aus Hirschgeweih. Diese ist im Stile gearbeitet, wie man ihn aus dem damaligen arabisch-persischen Raum kennt. Neben Alltagsgegenständen wie Fleischgabeln entdeckten die Archäologen viel Reitzubehör. Darunter Reitersporen, Schnallen von Sätteln, Steigbügel und Hufeisen.
Eine kunstvolle, möglicherweise versilberte Fibel aus Kupfer mit Emaileinlagen und ein vergoldeter Schildbeschlag unterstreichen den Wohlstand der Bewohner. Auch Teile von Waffen, darunter Pfeilspitzen, Armbrustbolzen und eine Lanzenspitze, förderte man zutage. Ein kleines Ensemble, bestehend aus 5 Silbermünzen, wurde ebenfalls gehoben. Etwa um 1180 wurden auf der Ödenburg Bauarbeiten in Angriff genommen. Dies belegen archäologische Befunde sowie der aufgelassene Steinbruch im Burggraben. Dort sind heute noch gebrochene Steinplatten mit Keiltaschen sichtbar. Das Steinhaus im Osten wurde erweitert und die Ringmauer an der Grabenfront zu einer Schildmauer verstärkt. Allerdings scheint man inmitten des Umbaus aufgehört zu haben. So wurde beispielsweise die Schildmauer nicht fertiggestellt. Was waren wohl die Gründe? Möglicherweise war es das folgende Ereignis, welches die Familiengeschichte der Thiersteiner in neue Bahnen lenkte. Mitte des 12. Jahrhunderts erbte Rudolf III. Die Ländereien der Grafen von Saugern. Er begründete daraufhin eine neue Linie mit Sitz auf der Burg Neutierstein, im 20 Kilometer westlich gelegenen Schwarzbubenland. Vielleicht passte die Ödenburg, welche etwas abgelegen lag, nun nicht mehr in die Pläne der Familie und wurde vorerst nicht mehr genutzt. Es ist natürlich auch möglich, dass zu wenig Geld vorhanden war, um den Umbau weiterzuführen. In einem Lehensverzeichnis der Grafen von Habsburg-Laufenburg taucht die Burg im Jahr 1320 erstmals namentlich auf. Allerdings war sie damals schon verlassen und wurde als Burgstall bezeichnet. Sie befand sich zusammen mit den dazugehörigen Ländereien im Besitz der Herren von Küttigen. Der Name der Burg variiert im Verlaufe der Jahrhunderte. So wird sie in den Chroniken des 16. Jahrhunderts als Oldschloss oder Ödenburg bezeichnet. Wie sie ursprünglich hieß, werden wir wohl nie erfahren. Heute ist die Ödenburg mit ihren Grillstellen und Sitzgelegenheiten ein sehr beliebtes Ausflugsziel in der Region.